Das Hechmücke-Studio präsentiert ein paar schöne Aufnahmen und Wissenswertes vom Sauerland. Viele kennen das Sauerland nur aus dem Lied von Zoff, wo die Misthaufen qualmen. Hier nun ein kleiner Beitrag, wie es wirklich ist in unserer schönen Heimat. Das Sauerland ist nicht nur eine Mittelgebirgsregion in Westfalen. Es wird durch Land- und Forstwirtschaft sowie der Eisen- und Metallindustrie stark geprägt. Die im Verhältnis zum Landesdurchschnitt dünn besiedelte Region hat viele Waldgebiete und Stauseen, sodass auch der Tourismus von großer Bedeutung ist. Diese Region ist für alle Bewohner zur grünen Heimat geworden. Im Sauerland zu leben, zu wohnen, ist schon was Besonderes. In Städten, Gemeinden, Siedlungen oder in Dörfern. Hier kennt und schätzt man sich. Der Sauerländer ist nicht nur stur. Er ist auf seine Art auch sehr nett, freundlich und hilfsbereit und humorvoll. Großen Wert legt er auch auf sein Sauerländisch und geht am Abend im Bett rein und deckt sich zu bis am Hals dran. Woll? Also, bei uns im Sauerland, da kann man nicht nur sehr schön wohnen, da geht man auch mal eben morgens zum Markt und kauft Frisches fürs Mittagessen und hält noch ein Schwätzchen mit Bekannten. Unsere Region ist auch bekannt für harte Arbeit und schwer verdientes Geld. Trotzdem geht ein Sauerländer mit Spaß zur Arbeit. Seine Naturverbundenheit zeigt der Sauerländer auf verschiedene Art und Weise. Der eine geht durch die schönen Wälder und genießt die Ruhe an der frischen Luft. Andere wiederum erleben ihr Sauerland mit nostalgischen landwirtschaftlichen Fahrzeugen. In dieser wunderschönen Sauerländer Natur gibt es jede Menge schöne Plätzchen zum Verweilen. Zu unserer Heimat zählt auch der Amazonas des Sauerlandes, die Lenne. An ihr wohnt man stellenweise sehr idyllisch. Normalerweise sagt man ja, dass im Sauerland das ganze Jahr über die Tannen grün sind. Nun ja, ein paar Tage gibt es mal eine Ausnahme. Selbstverständlich macht der Sauerländer sein Kaminholz aus eigenem Waldbestand. Und dann wird angespannt. Solche Bilder gibt es nur bei uns. Nicht in Berlin, Hamburg oder München. Das ist auch etwas Herrliches, im eigenen Wald einen Samstag im Holz zu sein. An frischer Luft, körperlich im Einsatz.
gute Verpflegung gehört bei uns mit dazu. Mangarbeitersuppe, wohl? Brennholzsuppe. Ja, lange. So haben wir immer früher Bier geholt. Ja. Da ist ein Rahmen. Und am Tagesende hat man schon wieder den ein oder anderen Raummeter Kaminholz zu Hause eingelagert. Wer Wald hat, braucht auch einen Bautz. Der zuverlässige Partner für leichte Forstwirtschaft. Und nach so viel Waldarbeit gibt es dann einen Sauerlandschmaus. So, mit der Waldarbeit sind wir für heute fertig. Jetzt kümmere ich mich erst einmal um den Sauerlandschmaus. Heute gibt es im Hause Prüß Wildschweinfleischkäse mit Geschichte. Dazu servieren wir Bratkartoffeln, Spiegelei und süßen Senf. Und zum Nachtisch gibt es einen Espresso mit 4 Tälertropfen. Dieser Tropfen ist natürlich aus einer Sauerländer Brennerei. Wir machen keine Werbung für Krugmann. Zu diesem Festessen habe ich mir heute ein paar Freunde und die Familie eingeladen. Und jetzt zur Geschichte. Es war also ein Plettenberger Wilddieb, hat in Neuenrade ein Wildschwein erlegt. Aufgebrochen hatte es noch 64 Kilo. Aus diesem Kadaver hat ein Katzhoff aus Garbeck, ein Metzger, der sich auf Wild spezialisiert hat, unter anderem diesen legendären Wildschwein-Fleischkäse gemacht. Dieser Wildschwein-Fleischkäse kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 140 Grad, circa 2 Stunden zum Garen hier hinein. Übrigens, die Sauerländer Küche hält viele Überraschungen bereit. Erst kürzlich ist ein neues Kochbuch mit Heimatrezepten auf den Markt gekommen. Man kann es bei der Buchhandlung Plettendorf käuflich erwerben. Meine Sterneköchin Dagi kümmert sich zwischenzeitlich um Bratkartoffeln und später um Spiegeleier. Wann hast du denn reingetan? Bene, das Stück ist für dich. Ja. Ein Randstück? Ja. Die Endstücke gekriegt? Ein Randstück. Wer will das Ei weich oder wer will es gewendet? Akkord. So, Kinder, jetzt greif mal zu. Wildschwein, Fleischkäse. Wie gesagt, vom Plettenberger Wildtyp in Neuenrade erlegt. 2009. Dezember. Nee, Hechtmücke. Ja, soll ich dir auch was raus? Danke. Bitte ja. Was du? Lass mir mal Stopp. Das reicht, danke. Sehr gut aus. Ein Leckerchen. Da ist noch Spiegelei drauf. Okay.
Und wie ist so die Meinung zum Leberkäse? Ausgezeichnet. Also, ich habe nie was Besseres gesehen. Gegessen. Carsten und du? Mhm. Ja, ihr Friesen geschweigt. Das ist jetzt der Nachtisch zum Wildschwein-Fleischkäse. Das neue Echmecker Gedeck. Espresso, 4 Teller-Tropfen ohne Krombacher. Echmecke, 9. Dezember 2017. Das ist am 6. Da kann man wenig Hemmel trinken. Ja, ein paar Euro. Guck mal, wie viel Zucker da drin ist. Und im Sauerland ist es so, wenn der Party zu Ende geht, die Pullen sind leer und man schmückt noch eine. Wir hier im Sauerland leben inmitten einer herrlich bewaldeten Region und es gibt so viele Orte der Begegnungen und der Besinnlichkeit. Aber vor allem ist dieses Sauerland unsere friedliche Heimat.